früher. Aber es hat sich Mäuse, ihr Füchse da draußen, und willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu The Witcher 3 Wild Hunt. Im letzten Part mit ein bisschen Frustration und Verzweiflung meinerseits, weil ich immer noch nicht den Mörder gefunden habe und irgendwie dieses komische Alchemistensystem immer noch nicht verstanden habe. Aber jetzt, glaube ich, habe ich es durchschaut. Machen wir uns heute dann drauf, jetzt mit Avalach zu sprechen. Und gucken mal, was der gute Mann von uns will. Also, ich habe jetzt hoffentlich alles soweit verstanden. Ihr könnt natürlich alchemietechnisch hier in eurem Inventar einfach selber alles zusammenmischen, weil ihr ja als Hexer selber der Mega-Alchemist seid. Allerdings fehlt mir trotzdem noch ganz viel Zeug, also Alkoholkrams, deswegen kriegen wir erstmal doch nicht so viel zusammengemischt, wie ich erhofft hatte. Aber gut, das ist erstmal nicht ganz so schlimm. Was fehlt uns denn hier? Sowas zum Beispiel jetzt. Piment. Da wüsste ich jetzt, das können wir nicht uns zusammen alchemieren, weil das eine Zutat, oder nicht? Also da, wenn ich da jetzt falsch liege und irgendwas hier nicht sehe, dann postet mir das mal in die Kommentare. Aber das Einzige, was wir doch dann haben, ist doch das hier. Und da kann ich kein Piment. Außerdem ist Piment ja eine Wurzel, also die müsste ich ja wohl irgendwo so sammeln. Oder aus irgendwas raus extrahieren. Das ist halt das, was mich etwas verwirrt. Oh, warte, da war doch Handwerk. Dass ich kann hier zwar da Zeugs zusammenwurscheln, aber man kann ja Sachen kaputt machen, also auseinandernehmen. Oh je, Charaktere, Tutorial, Bestiarium, Meditation. Und dieses Auseinandernehmen geht ja irgendwie nur beim Schmied. Oder kann ich da jetzt auch so in mein Ranzmenü gehen und sagen, hier, nimm mir das mal auseinander. Gegenstände sortieren? Nee, auseinandernehmen ist da nichts. Und da kann es natürlich sein, dass beim Auseinandernehmen so einer Geschichten natürlich dann auch alchemistische Zutaten dabei rauskommen. Und das ist das, was mich so verwirrt hat, als wir das letzte Mal beim Alchemisten waren, dass ich beim Schmied habe ich ja so ein Ding, womit ich alles zerknalzen kann, warum beim Alchemist so ein Menü nicht aufgeht, ne? Das war das, was mich verwirrte, nur dass man meine Verwirrung einmal versteht. Aber genug von meiner Verwirrung und dem Alchemie-Menü, wir kümmern uns jetzt um Avalach. Guten Tag! Du wolltest mich sprechen. Brauchst du ein Taschentuch? Muss zugeben, das hätte ich nicht von dir gedacht. Ihr Menschen habt einen ungewöhnlichen Geschmack. Wie ist es auf dem kahlen Berg gelaufen? Warum fragst du? Du bist doch ein Wissender. Ich frage aus Höflichkeit. Ein Konzept, das ihr offenbar vergessen habt, als ihr wortlos verschwunden seid. Ciri war in Eile. Ich weiß, hat sie im Brief geschrieben. Das ist jetzt aber nicht wichtig. Ihr habt Imlarith sehr geschickt erschlagen. Mhm. So geschickt, dass ihr mich sozusagen inspiriert habt. Das ist doch was Gutes. Drück dich, Leute. Nee, was meinst du damit? Das heißt? Der Verlust eines seiner großen Generäle hat Eredin geschwächt. Erheblich. Es bleiben noch zwei. Wie werden wir die los? Karantir ist loyal. Aber Gels, der ist eine andere Geschichte. Er war ganz unserem früheren König ergeben. Den Eredin zufällig vergiftet hat. Du meinst, Gels würde Eredin verraten? Königsmord. Ernste Sache. Davon wissen wohl nicht viele. Unter den Lebenden nur ich. Und Eredin natürlich. Die Frage ist, ob Gels dir glauben wird. Darüber musst du dir nicht den Kopf zerbrechen. Was hast du vor? Gut. Was schlägst du also vor? Na, Gels herholen, ihm zeigen, was wirklich passiert ist. Wunderbarer Plan. Wenn wir nur wüssten, wo er ist. Wunderbarer Plan. Wissen wir. Im Land der Enelle. Aha. Land der Enelle? Was ist das? Land der Enelle? Du entsinnst dich nicht? Immerhin warst du doch einige Zeit mit Eredin unterwegs. Das Land des Erlenvolks. Die Welt, in der wir vor Jahrhunderten ankamen und die jetzt unsere Heimat ist. Die Roten Reiter kommen von dort. Und dort werden wir Gels finden. Cool, und wie kommt man dahin? Du vergisst etwas. Ciri und du, ihr versteht euch aufs Reisen zwischen den Welten, aber ich nicht so sehr. Sicher weißt du, dass es neben der Welt, in der wir uns gerade befinden, noch zahlreiche weitere gibt. Sie sind durch Passagen verbunden, verborgene Tore, die Reisen von einer Welt in die andere erlauben. Es gibt nicht viele, die von diesen Toren wissen, und nur wenige können sie finden. Wissende der Elfen zum Beispiel? Zum Beispiel. Eine solche Passage wird sich bald auftun. Zufällig ganz in der Nähe. Zwischen diesem noblen Gebäude und dem Fleischerhof. Das ist unsere Chance. Gehen wir? Gehen wir.
Gehen wir. Ich kenne dieses Haus. Ich sollte hier mal einen Göttling rauswerfen. Du solltest? Er war harmlos. Ja, haben wir das nämlich gelassen. Schließe deine Vorbereitungen in Novigrad ab. Durch Raum und Zeit. Folge Avalach. Okay. Da sind wir wieder in diesem kleinen Häuschen. Ihr erinnert euch vielleicht noch. Wo ist er denn jetzt hin? Nach unten? Nach oben? Wow. Oh. Ah, yay. Die Passage ist hier. Hinter dieser Wand. Ja, ich habe die schon mal kaputt gemacht. Ich war hier schon mal und habe das durch Zufall gefunden. Und dann ging es hier ja nicht weiter. Da jetzt wissen wir, warum. Die wird nämlich jetzt gebraucht. Wenn wir reingehen, gibt es keine Rückkehr, bis wir Gels finden. Bereit? Ja, gehen wir. Denk dran, wo immer du auch landest, suche nach einem Ort, der diesem hier ähnelt. Früher oder später finden wir uns. Na, das klingt ja toll. Also getrennt? Möglicherweise. Leider habe ich nicht die Fähigkeiten deines Mündels. Zirael ist die Herrin der Zeiten und Welten. Ich verfüge über dieses Geheimwissen nur in begrenztem Umfang. Ja, das ist ja erfreulich. Es ist soweit. Ich hasse Portale. Und los. Ach, Geralt, sehr geil. Ich hasse Portale. Naja, jetzt gucken wir mal, wo wir landen, ne? Beachte die Farbe der Stufenanzahl deiner Gegner. Grün bedeutet, dass eure Stufen vergleichbar sind. Rot bedeutet, oh, da hat es zu schnell geladen. Oh, wir sind noch nicht getrennt worden, das ist schon mal gut. Wo sind wir? Das sieht so wüstig aus. Ja, das haben wir noch gar nicht gesehen bei Witcher. Mal was Wüstiges. Finde die nächste Passage. Wo sind wir? Willkommen in der Wüste Didivet. Ist das hier noch unsere Welt? Hast du in deiner Welt schon mal solche Schluchten gesehen? Komm, wir müssen weiter. Ja, dann gehen wir doch mal gemütlich durch die Wüste. Sieht ja ganz hübsch aus, ne? Was für ein Ort ist das hier? Eine sehr alte Welt. Vollkommen verwüstet und zerstört. Gibt es hier noch Leben? Nur noch ein paar Wüstenkreaturen, die mehrere Monate ohne Wasser auskommen. Ach ja, und riesige Sandwürmer tief unter uns im Boden. Wir müssen aufpassen, dass sie uns nicht bemerken. Das ist ja gut. Früher gab es hier irgendwelche Menschen oder Elfen? Glaubst du etwa, dass die Zweibeiner die einzigen sind, die Welten zerstören? Also was hat hier gelebt? Intelligente Monster oder sowas? Schau dir diese Klippen an. Erinnern sie dich an was? Die sehen aus wie ein gewaltiges Flussbett. Oder wie ein Meeresboden. Meinst du etwa, hier haben mal Wasserkreaturen gelebt? Keine Kreaturen, aber es gab hier ein Meer. Und das heißt? Dass es viele verschiedene Welten gibt und noch mehr Lebensformen. Viele von ihnen sind intelligent. Eigentlich viel intelligenter als ihr Menschen. Aber wie es aussieht, hat sie das auch nicht davon abgehalten, alle Ressourcen ihrer Welt auszubeuten. Das Portal! Sieht eher wie eine Ruine aus. Der Schein kann oft trügen. Und? Worauf warten wir? Es muss sich erst öffnen. Sollte aber nicht mehr allzu lange dauern. Das ist doch cool, dann genießen wir die schöne Sonne hier. Ist doch ganz gechillt eigentlich. Was ist nun los? Was ist los? Die Sandwürmer haben unsere Anwesenheit gespürt. Oh, das ist doch schön. Wunderbar. Ja, wunderbar. Töte die Monster. Welche Monster? Ich sehe noch kein Monster. Ich habe Angst. Oh, ein Sandwurm. Hallo. Es kommt so ein bisschen Diablo-Feeling hier, ne? Oh. Was, warum visierst du jetzt den an, der da ganz hinten ist? Wieso tust du das? Oh je. Bombe, Bombe! Es werden immer mehr. Oh, ich habe gar keine Bomben ausgerüstet, deswegen. Wir können sie nicht alle besiegen. Sobald sich das Portal öffnet, musst du hinter mir hineinspringen. Yo! Ist okay. 3, 2, 1, 0. Auf den Punkt. Was für ein Glück. Schnell, rein. Ich bin schon drin, ich bin schon drin. So, das war doch spannend.
mal eben mal auf gegen Monster auf einem anderen Planeten, Welten, sonst irgendwas. Avalach? Wo sind wir denn? Du? Ja, jetzt scheinen wir getrennt vor uns zu sein. Oh, das sieht aber sehr rot aus. Finde die nächste Passage. Jawoll. Was ist das? Oh Gott, Geralt. Ganz entspannt. Oh, da hinten leuchtet was. Das wird's wohl sein. Ich speichere mal zwischen. Ich habe ein bisschen Angst, ne? Alles klar. Also da hinten ist... Oh je. Hier ist sie. Jo, geil. Wie soll ich denn da hinkommen? Oh, da sind wir ein bisschen unterwegs, ne? Aber gut, wir gehen mal. Ich habe gerade eben schon gesehen, dass hier ein Ort der Macht da hinten ist. Das ist ja auch geil. Wenn man den jetzt verpeilt, ich glaube nicht, dass man in die Welten nochmal zurückkommen kann. Na gut, wir gehen mal da entlang. Mal sehen, ob es hier auch irgendwelche merkwürdigen Lebewesen... Diese Dämpfe sehen nicht gerade einladend aus. Nee. Insgesamt sieht die ganze Fauna hier nicht gerade einladend aus, aber wir müssen ja irgendwie da lang, Geralt. Das wird interessant. Also auf jeden Fall müssen wir nach da unten. Und wir können hier nicht einfach runterspringen, das ist zu tief. Also, gucken wir mal. Ich renne mal dahin. Oh je. Das ist echt so ein Gift. Echt so ein Giftgedöns. Na geil, jetzt müssen wir uns hier durch so Gift durchguppeln. Etwas länger und ich wäre erstickt. Deswegen sind wir ja vorsichtig. Okay. Los, Geralt, hier hoch. So weit, so gut. Und hier ist irgendwo noch der Ort der Macht. Den müssen wir natürlich mitnehmen. Yo. Magie. Ein Ort der Macht. Da fragt man sich schon, wer denn den in dieser Welt hier hingebaut hat. Aber ist cool, ist cool. Yo, Bot. Sehr schön. So, jetzt müssen wir von hier aus... Ich glaube, einen direkten Run durch dieses Skelett würden wir nicht überleben. Dafür ist das zu viel und zu weit, weil wir auch da seitlich irgendwo hoch müssen. Das wird nicht funktionieren. Also mal zwischenspeichern und dann müssen wir wahrscheinlich seitlich da irgendwo hoch. Das wird wahrscheinlich der Weg der... Ja, hier so seitlich hinten rum und dann kommt man auf der anderen Seite wieder raus. Na gut, schauen wir mal, ob das klappt. Was eine abgefahrene Welt. Aber das ist ja auch wieder witzig, ne? Das Spiel ist einfach auch abwechslungsreich ohne Ende, ne? Jetzt ist die Frage, kommt man da hinten wieder hoch? Rennen wir direkt durch? Naja, direkt durchrennen ist scheiße. Wir gehen mal... Ihr seht, wie schnell der Lebensbalken sich leert, ne? Ich sollte diese Schwaden meiden. Oder ganz schnell hindurchlaufen. Das ist echt abgefahren. Okay, dann wollen wir mal einen ganz schnellen Turn darüber machen. Und hoffen, dass es klappt. Let's do this. Oh nein, da hat er sich auch noch abgeledert. Oh nein. Geralt wird sterben, wenn er oben ist. Ah, doch nicht. Heidewitzka, das war aber sehr, sehr knapp. Oh je. Das sieht zu weit aus, muss ich sagen. Kann man mit Igni was machen? Mal ausprobieren. Leider nein. Da tut sich nichts. Okay, okay, okay. Dann, wundert euch nicht, dass ich so viel zwischenspeichere, ne? Aber das ist gruselig. Okay, los, 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 los. Oh my goodness. Oh, siehst du. Das war knapp. Das ist sehr, sehr knapp. Also das ist aber schon fies gemacht, ne? Also wenn man hier nicht wirklich genau hundertprozentig aufpasst, dann war es das. So, da vorne sehen wir den Zugang. Wie soll man denn das schaffen? Also wenn wir hier losrennen und versuchen da hinten raufzukommen, könnte das klappen. Ich sehe es zwar noch nicht so, aber es könnte funktionieren. Und von da oben dann einfach direkt ins Portal reinrennen. Das könnte klappen. Aber ich sehe uns sterben, muss ich gestehen. Ich sehe uns gerade schon sterben, weil das ist eine sehr große Distanz. Wow, 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 wow. Man muss ja nur einmal irgendwo... Oh, wobei, das ging jetzt aber. Da haben wir irgendwie nicht so viel Leben verloren. Das war merkwürdig. Okay, da ist das Portal. Ein letztes Mal zwischenspeichern. Ich bin kleiner Schisser, ne? Wie so ein kleiner Schisser bin ich ja, ne? Und los geht's! Los geht's. Du musst dich nicht wegrollen, du sollst einfach in das Portal rein. Ah, siehste. Oh, toll, wo bin ich denn jetzt? Oh je, da schwimmen wir lieber mal eben fix. Wir haben nicht allzu viel Luft. Man muss auch mal unter Wasser plötzlich sein. Das ist ja auch kacke. Jetzt stell dir mal vor, da wäre kein Portal und das braucht noch 20 Minuten, bis es aufgeht. Wie soll man denn das überleben? Bis zum Arsch, ne? Durch Raum und Zeit. Das sieht doch schon
eher nach unserer Welt aus. Oh, kalt. Ja, sieht auch echt nicht einladend aus, Geralt. Ich gebe das zu. Ich will jetzt nicht mit dir tauschen. Liegt hier irgendwas rum, was man looten kann? Ich nehme ja natürlich gerne Sachen aus anderen Welten mit. Aber das sieht sehr, sehr eingeeist aus. Da brauchen wir bestimmt Iggy. Ja, guck mal, haben wir uns ein kleines Loch reingeschmolzen. Ich erfriere noch, wenn ich keine geschützte Stelle finde. Das auch noch, oder was? Ich muss diese nächste Passage schnell finden. Also es bleibt also unfreundlich. Da müssen wir mal gucken. Eine geschützte Passage finden. Wir rennen erstmal los. Wenn ich unterwegs irgendwo Schutz finde, könnte ich es bis zur Passage schaffen. Hier sind so ein paar Xe. Kann ich das auch anbrennen hier, das Feuer? Ich hätte jetzt gedacht, ich kann hier Lagerfeuer machen. Ah, da, anzünden. Ah, siehst du, ein bisschen wärmen, Geralt. Ein bisschen aufwärmen. Was liegt hier so rum? Fünfte Essenz. Mal gucken, wo ist denn der nächste Ort des Schutzes? Da vorne ist so eine kleine Lücke, da können wir wahrscheinlich rein. Los geht's. Laufen, 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 laufen. Boah, wie er auch sofort am Einfrieren ist, ey. Das ist ja Wahnsinn. Okay. Also im Grunde ist es genau das gleiche wie gerade eben mit Gift, nur dass man jetzt einfach einfriert. Laufen, laufen, laufen. Oh, oh, guck mal hier. Wir bleiben hier. Hier ist es geschützt. Und nehmen ein bisschen Draht und Kohle aus einer anderen Welt mit. Das ist nicht verkehrt. So, dann können wir da rüber. Lauf, 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 lauf. Oh, was ist nun los? Wieso rutschen wir jetzt hier runter? Das war nicht mein Plan. Ja gut, ist auch nicht verkehrt. Eingefroren und dann runtergerutscht. Ich wollte eigentlich noch auf der anderen Seite. Das sah so aus, als könnte man sich da noch irgendwas organisieren. Oh gut, in so einem Häuschen ist nicht verkehrt. Das sieht sehr eingeeist aus und sehr unwirklich. Das ist, glaube ich, die anstrengendste Reise, die wir bis jetzt jemals unternommen haben. So kompliziert und unangenehm waren die Welten bis jetzt noch nie. Also überhaupt unsere Welt halt, ne? Kann ich hier Feuer machen oder was war das? Notiz eines Reisenden. Oh, mal gucken, was die denn hier so schreiben. Inventar. Auf Weltkarte funktioniert aktuell nicht. Ich weiß nicht, woran das liegt. Notiz eines Reisenden. Das Schlimmste? Die allumfassende Stille. Es scheint, als gäbe es keine Menschenseele. Nur Schnee, Schnee, überall Schnee, soweit das Auge reicht. Doch manchmal finden wir Menschen in ihren Häusern, die noch am Leben sind. Alle sind hungrig, alle sind durchgefroren. Aber niemand verweigert einem Hilfe. Wir dürfen uns an ihrem Feuer wärmen und Kraft schöpfen, bevor wir weitergehen in Richtung Leuchtturm. Es heißt, die Nahrungsmittel seien dort noch nicht ausgegangen. Das sieht ja nach einem angenehmen, schönen Ort aus. So, mal gucken. Pechdraht, jawoll. Wenn es etwas gibt, was man hier braucht, dann ist das Pechdraht. Oh, was nu? Licht hier? Das muss irgendjemand entfacht haben. Wahrscheinlich aber. Mit etwas Glück war das ein gewisser launischer Elfenwissender. Launischer Elfenwissender. Der Schnee reicht bis an die Spitzen der Dächer. Wie lange dieser Schneesturm wohl schon andauert? Lange vermutlich. Ich speichere mal zwischen, bevor wir den nächsten Run machen. Die Frage ist nämlich echt, wohin? Deswegen einfach mal losrennen und gucken. Okay, das Dach zählt leider nicht. Ah, da ist ein Haus. Da ist ein Haus. Es sind auch überall Xe dran. Oh, jetzt bin ich runtergefallen. Schade, da oben war noch eine Kiste. Tja, das hat das neue Bewegungsschema, ne? Das läuft nicht mehr so gut, ne? Ich hab gesagt, natürlich. Das war doch... Was sonst? Was hätte ich mir denken? Ach, Kacke. Oh, wir brauchen Quen. Was ist los mit euch? Oh, ein bisschen feste draufbacken hier. Na, komm her. Weg ist die Rumsmummel. Da kannst du nicht mal entspannt. Schwefel. Kannst nicht mehr entspannt hier durch diese unwirkliche Welt latschen, weil sogar hier noch die wilde Jagd auftaucht. Das ist ja nicht zu fassen. Die sind echt überall. So, noch irgendwas zu looten hier? Nee? Zerriebenes irgendwas. Naja, gut. So. Tust du dir schon wieder weh? Nee, ne? Alles klar. Okay. Okay. Bevor wir loslegen. Oh! Oh, siehst du. Gut getimt, will ich mal meinen.
alles klar, ihr habt den Hahn gehört. Wir speichern nochmal kurz dazwischen, machen dann eben fix einen Break. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen, hoffe, ihr hattet soweit ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst dann einen Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich wie immer gerne unter dem Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gleich im nächsten Part wieder und versuchen irgendwie zu diesem Leuchtturm zu kommen. Bis dahin, viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.